Hallo Freunde und ein herzliches Willkommen zurück zu Legacy of Kain Defiant. Ja, ich weiß, das ist ziemlich lange her, dass ich mal ein Part wieder rausgehauen habe. Jetzt mache ich aber endlich weiter. Ich habe mir auch selber gesagt, ich sollte endlich mal anfangen, Angefangenes zu beenden. Und ich werde soweit es geht jetzt erstmal alles beenden, was ich hier habe, bevor ich jetzt meine anderen Projekte, die gerade aktuell gelaufen sind, weiter fortsetze. Also würde ich sagen, Quatsch, wir nicht länger um heißen Brei, legen wir los. So. Erstmal den Ladebildschirm. Wie immer. Trotz alles Spiel, immer noch Ladebildschirm. So, okay, hier kommen schon ein paar Schatten. Die machen wir eigentlich mal so ratzifatziblatt. Also soweit ich das jetzt beurteilen kann, dürfte das sowieso nicht mehr lange gehen. Ich denke mal, also ich würde jetzt per Du einschätzen, 6 Parts bestimmt noch. Oder 7 vielleicht sogar. Muss mal gucken. Halt, so weit bin ich ja vom Ende jetzt nicht mehr entfernt. Da ist doch kein Schatten mehr. Oder etwa doch. Doch, da oben ist noch einer, der hat sich festgebackt. So. Es gibt auf jeden Fall andere Projekte, die ich eher als Stream fortsetzen werde. Wie zum Beispiel Recoil. Ja, sagt euch jetzt bestimmt nicht, deswegen schaut mal in meinen Videos nach. Ich werde auch demnächst, wenn ich mal langsam so mehr oder weniger fertig bin, mal auch mal Playlists erstellen hier, ja, weil Playlists müssen eigentlich auch mal aktualisiert werden. Fatz. So. Ja, euch mache ich auch schnell platt. Er macht gar keine Geräusche mehr. Täuscht das oder soll das so sein? Achso, das ist noch gar nicht da unten. LOL! So, bist du schon down? Jo. Wer weiß, vielleicht täuscht das auch nur. Okay, es hat nur getäuscht. Ich wollte schon sagen, irgendwas stimmt hier mit dem Tod nicht. So. Jetzt muss ich erstmal gucken hier. Da ich jetzt natürlich ewig nicht mehr gespielt habe, weiß ich jetzt nicht mehr direkt, wo ich hin muss. Deswegen müssen wir uns das ja jetzt ein bisschen mal anschauen. So, hier geht's nicht weiter. Müssen wir jetzt, ich bin jetzt gar nicht so sicher. Müssen wir vielleicht hier lang? Nein, nein, auf jeden Fall nicht. Also, soweit ich weiß, sind wir auf jeden Fall von dort gekommen. Deswegen. Also denke ich jedenfalls jetzt. So. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ich glaube, dass wir jetzt nur hier gelandet sind, war jetzt nur ein Zufall. Deswegen denke ich, müssen wir hier hin. Ja, ich will hier kommen. Schatten. Wenn hier Schatten kommen, kommen wir meist zu sehr hoher Prozentheit, sage ich mal, davon ausgehen, dass hier noch, dass wir hier lang müssen. So. Ich quatsche mal so übelst viel um heißen Brei. Ich hab noch einen Schatten gehört. Okay, das war jetzt nicht meine Absicht. Scheiße. Bin ich aber doch ein bisschen verwirrt. Wir haben doch alle Teil. Wir haben gar keine Artefakte. Bin ich doch schon ein bisschen verwirrt. Hatten wir nicht schon alle Artefakte gehabt? Ich bin mir so ziemlich sicher, dass wir alle Artefakte schon hatten. Alle beide sogar. Oder waren die jetzt nur für die Waffe? Ich weiß es gar nicht. Ich nehme mal nicht auf den Sack hier.
gibt zwei Tore, sehe ich gerade. Okay, gut, dann waren wir doch richtig. Scheiße. Leute, ihr merkt schon, ich habe ich hätte meinen vorigen Part angucken sollen. Dann hätte ich gewusst, wo ich jetzt so ungefähr bin. Gut, okay, dann muss ich halt nochmal dort latschen. Ja, zack, zack, halt hier lang. Machen wir hier lang, einmal besser in rumhüpfen. Leute, nimmt es mir aber auch nicht vor übel, ich verstehe das irgendwie nicht. Ich persönlich würde mich jetzt so einschätzen, ja, dass ich um einiges vielleicht besser als Halle-LP bin. Vielleicht auch, naja, lustiger würde ich jetzt nicht sagen, ja, das ist jetzt so eine Ansichtssache, sage ich mal, ja. Aber ich verstehe das nicht, warum bekommt er so viele Aufrufe, warum bekommt er so viele Däumchen hoch, sage ich mal, ja. Ich sag mal, wenn ich jetzt Batman, sage ich mal, streamen würde, würde das noch nicht halb so gut aussehen. Also, ich würde das gerne mal verstehen wollen. Sagt mir doch einfach mal, was an meinem Content falsch ist. Oder. Ich komme nicht rein. Komme ich hier rein? Sagt mir das einfach mal. Ich würde das gerne mal wissen. Wieso komme ich hier nicht rein, Alter? Muss doch einen Grund haben. Muss ich mal gucken, ja, wo die Aktionstaste ist. Habt ihr alles eigentlich standardmäßig? Aktion, Taste 2. Aha, bringt mir viel. Den Aktionstasten passiert nichts. Achso, doch jetzt. Wer weiß, vielleicht stand ich nicht richtig vom Tor. So, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Teile dieser Geschichte kannte ich bereits. Als die Vampire langsam ausstarben, beschworen die Säulen menschliche Hüter, die an ihre Stelle traten. Offenbar hatten die Urvampire die menschlichen Hüter akzeptiert und schließlich entführt, um sie zu Vampiren zu machen, wenn ihre Lebensuhr abgelaufen war. Schließlich rebellierten die Menschen gegen ihre Herren. Und hier machte ich eine überraschende Entdeckung. Die Redelsführer der blutigen Revolte waren Möbius und Mortanius, der Hüter des Todes. Jetzt verstand ich, warum Möbius mich so sehr hasste. Ich war nach all den Jahren der erste Hüter der Vampire und er wusste, was mein Kommen bedeutete. Oder vielleicht erinnerte ich ihn an alles, was er aufgegeben hatte. Durchaus möglich. Aber das werden wir wahrscheinlich etwas später noch direkt erfahren. So, ja, gehst mir nicht auf den Sack. Bam. Bist du tot? Dankeschön. Dann gib erstmal dein Blut. Schmackhaft, wie immer. Bam, 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 bam. So, ich brauche was für mein Schwert. Ne, okay, ist schon voll. Mauen? Ne, ist eine Die. Stimmt ja, ist eine Die. Knacks, knacks, knacks. So, das müssen alle gewesen sein. So, ich habe da auf jeden Fall was reingelegt, aber reingesetzt. Ich weiß nicht mal, was es war. Aber wir haben trotzdem noch alles. Okay, gut. Säule. So. Bevor wir jetzt hier weitergehen, schauen wir uns erstmal hier um. Nicht, dass wir irgendwas vielleicht. Okay, ich denke mal, da kommen wir nur mit Rasier rein. Oder vielleicht bekommen wir auch noch eine Schattenfähigkeit für
Ja, für Kane. Okay, die gehen alle zu. Die gehen alle zu, Leute. Okay. Gut, dann haben wir keine andere Wahl, als den Weg zu nehmen, der uns jetzt hier vorgegeben ist. Schauen wir mal, was hinter Türchen Nummer 1 ist. Ist mal falsch gesprungen. Okay. Die Kugel, die dieses Tor einst öffnete, war zerstört. Ich musste einen Ersatz finden, um es zu aktivieren. Och nö, nicht ihr. Au. Au. Ich muss mal aufpassen, ja? Aha. Mein Freund. Dich mache ich ganz schnell platt. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall einen Ersatz finden für meine, für das Tor sozusagen. Okay, diese Tür ließ sich schon mal damit öffnen. Schauen wir mal da rein. Oder zumindest durch den Durchgang, durch die Halle. Schon wieder Schatten. Mann, lass mich in Ruhe. Haut ab. Ihr habt doch eigentlich keine Chance gegen mich. Au. Okay, was muss ich hier machen? Okay, da passiert einfach mal gar nichts. Ich brauche auf jeden Fall ein Artefakt. Was haben wir denn hier? Ist kein Durchgang? Okay. So ganz in Schatten, ja. Au. Klatscht er mich erstmal? Schämt er sich nicht? Waren das jetzt alle? Ja, okay, es waren alle. Oder auch nicht? Und die alle aus dem Hinterhalt, ja, das kann doch nicht wahr sein, ja. So. Ich würde sagen, bei euch bringe ich mal ein bisschen Licht ins Dunkle. Hast du das? Nein, da ist noch einer. So, das müsste es aber jetzt gewesen sein. Was passiert denn hier schon wieder nichts, Mann? Ich klitsche hier voll durch die Mauer. Ah, so langsam habe ich echt das Gefühl, das Spiel backt schon wieder übel rum, Alter. Ich brauche auf jeden Fall ein Artefakt, das weiß ich schon mal, aber wo kriege ich den her? Hier schon mal nicht, das kann ich schon mal sagen. Aber wo ist die Frage? Hinten ist auch nur so eine dumme Ecke. Hier kommen wir runter. Okay. Da ist irgendwo. Was ist? Irgendwo muss es ein Artefakt geben. Oder eine Tür. Oder eine Erklärung, warum die Laternen in der Luft hängen. Okay.
Okay, also reinschleichen. Geht nicht. Gibt's auch keine Mauer, die nach oben führt? Vielleicht hier irgendetwas, was mir weiterhelfen könnte. Sieht nicht danach aus, Freunde. Sieht einfach nicht danach aus. Oh. Wenn wir weiter so machen, verdursten wir hier bald. Scheint aber irgendwas mit der Spektralwelt zu tun zu haben. Auf jeden Fall. Da oben ist auf jeden Fall etwas. Vielleicht kommen wir da irgendwie hoch. Aber ich denke mal, das wird durch eine dieser Türen sein. Es sieht schon mal stark danach. Ne, das ist die auch nicht. Ich sehe aber hoch. Nicht. Mal gucken. Also hier soll der Weg sein. Hier kommt man aber nicht durch. Habe ich hier vielleicht irgendwo etwas übersehen? Irgendwas an der Decke oder so? Ja, vielleicht ist es wieder so einfach wie genial, dass ich wieder irgendwie, ja, irgendwas übersehen habe. Aber ich glaube, eine Sache habe ich vielleicht übersehen, deswegen werde ich nochmal zurückgehen. Also eine Sache kann ich auf jeden Fall nochmal testen. So. Das war die hier. Okay, gut. Versuch war es wert. Weitestgehend habe ich jetzt echt keinen Plan, wie es hier weitergeht. Mehr als suchen können wir jetzt echt nicht. Wenden vielleicht. Vielleicht kann ich irgendeine Tür einreißen oder so. Vielleicht kann ich irgendeine Feuer empfangen oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Nicht irgendwo einen Schalter aktivieren können. Nein, 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 nein. Ist hier irgendeine Säule, die wir einschlagen können? Nein. Ich sehe auch von hier nichts. Das kann ich auch nichts aktivieren. Kann ich vielleicht. Hier ist leider auch nichts. Freunde, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal weiter. An der Decke oben ist auch nichts, aber hier scheint es auch irgendwo lang zu gehen, sehe ich gerade. Ich glaube, ich habe das Rätselslösung gefunden. Ich würde sagen, das schauen wir uns noch schnell an und dann beenden wir den Part. Ich weiß aber nicht, ob es der richtige Weg ist, daher. Das ist jetzt nur eine Probe, sag ich mal. Da ich nämlich was gesehen habe, was so augenscheinlich den richtigen Weg weisen könnte.
glaube, da beiße ich auf Granit. Okay, das war nicht meine Absicht. Ich beim Springen sehe ich irgendwas, wo ich hinspringen könnte. Nein, nein, alles nein. Auch kein Tor, wo ich durch fleuchen könnte. Uns geht auch langsam die Energie aus. Okay, Freunde, da beenden wir erstmal den Part an dieser Stelle. Und ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, einen Daumen hoch. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, gebt mir auf jeden Fall ein Abo. Und natürlich die Benachrichtigungsglocke dabei nicht vergessen. Und würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Legacy of Kain Defiance. Bis dann. Ciao.